Leute, mein Name ist Epicstan und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und schau mal, Katja, wir befinden uns hier auf der Mörderinsel und beim letzten Mal haben wir ganz hier oben den Bunker der Mörder gefunden und dort drin haben wir tatsächlich einen richtig doll coolen Projektor gefunden, mit dem wir einfach Blöcke projizieren können und damit könnten wir uns wirklich eine richtig doll geheime Base bauen, beziehungsweise einen geheimen Eingang, den man niemals sehen wird. Das wäre so cool. Ich habe auf jeden Fall auch noch ein paar Kameras, die könnten wir vielleicht hier unten in unsere Base reinplatzieren. So, zack, bitte noch eine weitere Kamera. Da könnten wir vielleicht hier unten zu Minami noch eine Kamera platzieren. Oh. Vielleicht ganz genau hier so hin. Hallo. Und zack, sehr gut. Und wo wollen wir die letzten zwei Kameras platzieren? Vielleicht oben? Könnten wir die hier, ja, das ist eine gute Idee. Die könnten wir vielleicht hier oben noch platzieren. Vielleicht kommt hier noch eine hin. Und und hier platziere ich noch eine Kamera hin. Sehr gut, okay. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall richtig, richtig viele Kameras und habe hier alles tipptopp da gut im Blick. Hallo, Gata, ich sehe dich. Hallo. Oh. Das ist sehr gut, okay. Dann würde ich sagen, wir holen den Projektor und bauen uns damit einen richtig doll geheimen Eingang. Und wir müssen jederzeit aufpassen, dass die Mörder uns nicht sehen und uns vor allen Dingen nicht angreifen. Dann geht es hier entlang. Hier haben wir den Projektor und hier haben wir auch die Blöcke, durch die wir einfach durchgehen können. Das ist so cool. Krass, ja. Den könnten wir umstellen. Jetzt werden die Blöcke vertikal angezeigt. Und ich würde sagen, Kalte, wir machen hier als Block auf jeden Fall einen Grasblock rein, damit wir hier eine kleine Fläche haben für den geheimen Eingang. Oh, das ist eine gute Idee. Ein geheimer Eingang wäre so, so praktisch. Wir könnten ihn vielleicht sogar mit unserer Base verbinden und auch dort einen kleinen geheimen Eingang machen, weil dann können wir immer, wenn wir hier zum Beispiel die Mörder sehen, durch den flüchten. Das ist eine richtig gute Idee, Kater. Okay, dann würde ich sagen, wir brauchen erstmal einen Grasblock. Dafür brauchen wir die Silk-Touch-Verzauberung. Dann würde ich sagen, wir gehen ein paar Diamanten suchen für den Enchantment-Table. Vielleicht können wir noch ein paar Bücherregale drumherum platzieren. Dann können wir unsere Spitzhacke bzw. unsere Schaufel verzaubern mit Silk-Touch. Oh, Diamanten haben wir auch schon. Ja, zwei Stück brauchen sehr gut. Und ein Buch brauchen wir. Zwei Diamanten haben wir, ein Buch und die vier Obsidian. Damit kann ich auf jeden Fall ein Enchantment-Table bauen. Hier kommt ein Diamant hin und hier. Das Buch kommt oben in die Mitte. Und wir haben ein Enchantment-Table. Okay. Wollen wir uns vielleicht einen kleinen Raum für den Enchantment-Table bauen? Ja, können wir machen. Warte mal. Wir haben hier unsere Toilette. Vielleicht nehmen wir einfach das hier und gehen es einfach zubauen. Okay, dann platziere ich mal den Enchantment-Table hier ungefähr mittig hin. Da können wir hier drunterherum auch ein paar Bücherregale bauen. Ja. Oh, das ist so gut. Da können wir immer tipptopp und gut verzaubern. Ja, hier hinten baust du auch zu, dass hier auf keinen Fall die Mörder jetzt zu uns reinkommen. Und wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Lapis Lazuli. Das gehe ich holen. Okay, hier auf jeden Fall noch 32 Lapis Lazuli. Ich komme wieder zu dir, Katja. Hallöchen. Wir können jetzt tipptopp gut verzaubern. Ja, okay. Lapis Lazuli kommt hier rein. Meine Spitzhacke kommt hier rein. Ich könnte auf Efficiency verzaubern. Ja, das mache ich mal. Okay. Jetzt habe ich auf jeden Fall meine Spitzhacke auf Effizienz. Aber wir brauchen Silk Touch. Schau mal, Katja. Ich gebe dir auch ein bisschen Lapis Lazuli. Bitteschön. Vielleicht bekommst du ja Silk Touch. Und Moment mal, ich habe es bekommen. Schau mal. Oh. Bitteschön. Vielen Dank. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall die Spitzhacke mit der Silk Touch Verzauberung. Das bedeutet, wir können jetzt auf jeden Fall Grasblöcke abbauen. Die können wir den Projektor reintun und uns damit einen geheimen Eingang bauen. Oh! Katja, die kommen in unsere Base! Was ist denn hier los? Oh, die Mörder sind wieder bei uns. Wie kommen die denn hier rein insgesamt? Oh, das sind richtig, richtig, richtig viele. Katja, pass bloß auf. Ja, ich pass ja auf. Du, der Alarm! Oh nein. Die Tür war offen. Oh nein, stimmt, wir haben die Tür nicht zugemacht. Das war nicht gut. Da sind noch welche. Ich schätze sie ein bisschen weg. Oh, die schubst mich hier runter. Das sind noch welche. Der wird auch weggeschnetzelt. Oh, wo kommt der denn her? Der wird auch weggeschnetzelt. Okay, haben wir noch weitere Mörder? Ja, hier draußen sehe ich noch welche. Was ist denn da los? Katja, das sind einige. Oh, ich renne. Hilfe. Ich helfe dir. Katja, schnetzel sie weg. Oh Gott. Ich helfe dir ein bisschen. Okay, hier ist noch ein Mörder. Die beiden werden auch noch weggeschnetzelt. Und ist das der letzte? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was ist denn da los? Wir haben vergessen, hier unsere Tresortür zuzumachen. Und die Mörder sind einfach bis in unsere Base reingekommen. Das ist ja richtig doll mies und fies. Da würde ich sagen, ich baue hier auf jeden Fall ein Gras ab. Jetzt haben wir hier einen Grasblock. Den können wir hier auf jeden Fall in unseren Projektor reinmachen. Oh, sehr gut. Okay, das bedeutet, wir haben jetzt hier auf jeden Fall unseren geheimen Eingang. Oh, wie cool. Wir können hier drumherum alle Blöcke abbauen und können jederzeit einfach hier rein. Das ist so, so cool. Und Moment, Balkate, wir könnten vielleicht das so bauen, dass nur der Block in der Mitte der richtige ist und alle anderen ja nicht richtig sind. Ah, das ist eine gute Idee. Hallo, Katja, ich bin ganz hier unten. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar Leitern, die kann ich auf jeden Fall hier nach oben platzieren. Zack, 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 ab nach oben. Oh, sehr gut insgesamt. Oh, sehr nice. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall unseren geheimen Eingang nach ganz hier unten. Wenn ich jetzt hier den Grasblock wieder reinlege, ist es hier perfekt abgedeckt. Und wenn man hier reinplumpsen sollte, da kann man nur in der Mitte nach unten klettern. Oh, sehr
Sehr gut, dann geht's hier nach unten. Tschüsselü. Und mal gucken, was du da gebaut hast. Oh, wie cool. Oh, hi. Ja. Dann haben wir hier auf jeden Fall einen kleinen Raum. Den könnten wir vielleicht noch ein bisschen höher bauen. Ja. Und Karte hier unten könnten wir vielleicht ein kleines geheimes Lager reinbauen. Und eine Art kleine Überwachungszentrale, mit dem man hier alles im Blick hat. Epic, wollen wir aber auch noch zusätzlich den Gang bauen zu unserer Base? Oder denkst du, das ist nicht so eine gute Idee? Das könnten wir machen, ja. Mhm. Jetzt haben wir hier von unserem kleinen geheimen Raum einen kleinen Weg hier rüber. Jetzt können wir hier die Leiter nach oben klettern und sind hier in unserer Base drin. Das ist wirklich so, so cool miteinander jetzt alles verbunden. Da würde ich sagen, Carter, wir können hier unsere geheime Base auf jeden Fall mit ein paar Kisten einrichten. Vielleicht können wir hier ein paar Bildschirme hinstellen, dass wir alles mehr überwachen können von hier. Mhm, okay. Dann vielleicht noch Holzboden oder sowas? Ja, das ist eine gute Idee. Stimmt. Okay, den Stein kann ich abbauen. Da kannst du auf jeden Fall den Holzboden platzieren. Das wird so schön. Oh, sehr cool. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon einige Bildschirme. Ich kann hier noch einen kleinen Stuhl in die Mitte platzieren. Jetzt haben wir hier unseren eigenen kleinen Überwachungsraum mit einem richtig, richtig guten, versteckten Eingang hier. Okay, ich würde sagen, Katja, den Beamer könnten wir auch ein bisschen unter die Erde platzieren, dass man den auf keinen Fall sieht. Ja, viel besser. Oh, ja, das ist so gut. Der Beamer ist jetzt auf jeden Fall hier unten. Jetzt haben wir hier unseren geheimen Eingang, durch den man nur in die Mitte nach unten gehen kann. Bitte nach unten. Tschüss. Und hier unten haben wir unseren geheimen Überwachungsraum, der sogar mit unserer Base hier verbunden ist. Wir könnten vielleicht, hier den Durchgang noch ein bisschen geheimer machen, dass die Mörder den hier auf keinen Fall sehen können. Okay, dann können wir hier auf jeden Fall noch eine Kamera platzieren. Zack und zack, da kann ich dort auf jeden Fall auch durchschauen. Dann habe ich hier unseren Überwachungsraum auch im Blick. Das ist so, so cool. Da kann ich hier zum Beispiel auch durch die zweite Kamera durchschauen. Was ist denn hier los, Katja? Da sind richtig doll viele Mörder direkt vor unserer Base und die machen da irgendwas am Keypad. Die sind reingekommen. Als ob die haben die den Code geknackt oder so? Ich glaube schon. Moment mal, kommt der auch hier in unsere Base rein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, die finden nicht unseren geheimen Kontrollraum. Das ist ja ganz und gar nicht gut. Was ist denn hier los? Die Mörder platzieren richtig doll viel Erde auf dem Dach unserer Base. Und jetzt gehen sie in unsere Base rein. Hier wird auch Erde platziert. Ich höre das ganz genau. Die Mörder sind ja richtig doll mies und fies. Die sind einfach hier in unsere Base eingebrochen. Ich hoffe wirklich nicht, Katja, dass sie unseren geheimen Raum hier finden. Oh, oh. Aber ich glaube, es sieht nicht so danach aus. Hier unten bei Minami wurde auch alles mit Erde zugebaut. Was soll das denn? Die Mörder sind ja richtig doll mies und fies. Hier auf dem Dach unserer Base ist richtig doll viel Erde. Oh nein, das ist ganz und gar nicht gut. Und hier vor unserer Base stehen richtig, richtig doll viele Mörder. Nein. Da wird TNT platziert. Nein, das ist nicht gut, Epic. Was ist denn da los? Ich hoffe, die entzünden das nicht. Katja, wir müssen unbedingt die Mörder wegstetzeln. Ab nach oben. Schnell. Wir müssen schnell das ganze TNT abbauen, Katja. Was ist denn hier los? Die Mörder sind ja richtig doll mies und fies. Okay, oh, hier unten ist auch TNT. Oh nein, okay. Hier mache ich mal zu insgesamt. Hier ist sogar in unserer Charmetelbe wurde Erde platziert. Was ist denn da los? Das ist wirklich ganz und gar nicht gut. Und vor allen Dingen, Katja, hier vor unserer Base sind so, so doll viele miese, fiese Mörder. Und die Tür wurde einfach aufgemacht. Oh, oh, die werden weggeschnetzelt. Das sind richtig doll viele. Die sind einfach hier in unsere Base eingebrochen. Was soll das denn? Oh Gott, Hilfe! Pass bloß auf! Ja, das sind richtig, richtig viele. Die Mörder sind ja richtig doll mies und fies und haben einfach das Passwort rausgefunden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Okay, von hier kann ich auf jeden Fall die Mörder relativ gut wegschnetzeln. So und so, bitte alle wegschnetzeln. Oh, sehr gut, warte, ich komme. Aua. Oh ja, die werden weggeschnetzelt. Bitte alle weg. Okay, wir haben alle miesen, fiesen Mörder weggeschnetzelt. Was war das denn, Karte? Die konnten hier einfach rein. Wir müssen hier unbedingt unsere Tür bzw. das Passwort viel, viel, viel sicherer machen, dass die Mörder nicht einfach zu uns reinkommen können. Ich habe eine Idee, Katja. Wir könnten erstmal hier vor die Tür bzw. hinter die Tür ein bisschen Obsidian platzieren, damit wir nur da drüben durch unseren geheimen Eingang hier in unsere Base reinkommen. Das ist eine gute Idee. Ja, okay. Ich bräuchte noch ein bisschen Obsidian von dir. Schau mal, bitteschön. Vielen Dank. Sehr gut. Okay, da kann ich hier auf jeden Fall die Tür ein bisschen sicherer machen. Und da kommt hier Obsidian davor. Zack und zack, dass die Mörder hier auf keinen Fall mehr reinkommen können. Okay. Und zack. Okay, jetzt ist hier auf jeden Fall die Tür richtig, richtig doll sicher. Mit Obsidian eingebaut. Da dürfen auf jeden Fall die Mörder ganz und gar nicht mehr reinkommen. Und wir können hier immer durch unseren geheimen Eingang ab nach unten klettern und somit in unsere Base reinkommen. Okay, ich komme zu dir, Katja. Wir müssen auf jeden Fall die ganze Erde abbauen. Und die Mörder wollten einfach unsere Base wegsprengen. Das ist ja richtig doll mies und
fies. Hier ist noch ein bisschen Erde, die wird abgebaut. Oh, Minami wurde einfach komplett mit Erde eingebaut. Das ist ja richtig doll mies und fies. Das wird abgebaut, das hier wird auch abgebaut. Unsere Base ist jetzt auf jeden Fall wieder tipptopp sauber. Das ganze TNT lege ich mal hier vorne rein. Die Diamanten lege ich auch mal hier vorne rein. Ein bisschen Eisen habe ich noch. Oh, sehr gut. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall eine richtig, richtig doll gute Überwachungszentrale mit einem tipptopp doll sicheren Eingang. Und ich hoffe, die Mörder kommen dort auf keinen Fall durch oder rein. Ich auch. Oh nein. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.